Da ich schon die Hälfte meiner Rüstung und meine Spitzhacke zu Netherite geupgradet habe, wird es Zeit für ein OP-Schwert. Und hier ist auch schon ein bisschen Vorarbeit, doch das ist mir egal. Denn wir starten heute von Null auf bei einem frischen Schwert. Und das Ganze wird zu dem heftigsten OP-Schwert, das man in Minecraft kriegen kann. Außerdem werde ich am Ende dieses Videos dieses Schwert in geupgradeter Version an unsere Enderman-Farm testen. Bleibt also dran, um das Ganze nicht zu verpassen. Gehen wir mal direkt an die Arbeit. Dafür habe ich extra schon eine Liste mit den Verzauberungen angefertigt, die wir hierfür verwenden werden. Und zwar wird das einmal sein: Mending, Unbreaking, Sharpness, Sweeping Edge, Looting, Fire Aspect und Smite. Schreibt gerne in die Kommentare, falls ich eins vergessen haben sollte. Und ich würde sagen, ab an die Arbeit. Für diese drei Bücher hatte ich jetzt schon Villager gehabt, weswegen die relativ einfach waren. Aber von jetzt an wird es nur noch schwieriger. Bruh. Junkload an. Kurz den Mob-Switch wieder laden. Oh, wieso laggt es denn so krass? Cool. Was mit ihm hier? Haha! Ja, moin. So, dann sind da schon mal zwei weitere Lecterns. Und natürlich muss der hier jetzt ja auch hier erstmal irgendwo rein. Deswegen würde ich sagen, bauen wir mal hier hinten ein bisschen aus. So weiß Blut, ey, ich fass das nicht. Wieso geht der von diesem bescheuerten Block nicht runter? Nein! Ah, genau das wollte ich nicht. So ein Müll! Smite 5, nehmen wir. Ah, jetzt weiß ich, warum es so oft geleckt hat. Wieso hatte ich hier noch so viele Unbreaking 3 Bücher? Looting 3? Ja! Jetzt brauche ich dann nur noch Villager für Sweeping Edge und Fire Aspect. Och nö, ey. Oh mein Gott, Leute, endlich. Endlich Sweeping Edge 3. Damit können wir das auch von der Liste abhacken, wodurch nur noch Fire Aspect übrig bleibt. Warte mal, ich habe Fire Aspect schon. Das ist ja noch besser. Das heißt, wir brauchen tatsächlich keinen Villager mehr. Ja, jetzt müssen nur noch die beiden zombifiziert werden für günstige Preise. Und wenn das getan ist, dann sehe ich euch gleich wieder. Nummer 1 ist drin. Dann gucken wir doch mal, ob wir nochmal zombifizieren müssen. Und ja, auf jeden Fall. Und er ist zurück. Also checken wir mal aus. Top-Preis
So, und das war's auch erstmal mit dem Zombifizieren. Ich habe hier ein frisches Diamantschwert. Da ich allerdings ein super OP-Schwert haben will und dass es beim Test an der Enderman-Farm noch krasser wird, müssen wir das natürlich noch auf Netherite upgraden. Deswegen hole ich mir jetzt erstmal noch ein Netherite-Ingot. Also, ich habe es gerade eben geholt, als der Villager sich zurücktransformiert hat. Aber damit das Storytelling passt, zeige ich es euch erst jetzt. Ja, ich habe 2 komplette Chunks auf Höhe 15 abgebaut und kein einziges Ancient Debris gefunden. Wie kann das denn sein, Bro? Oh mein Gott, Bro, das ist suboptimal. Ich mache jetzt Strategiewechsel. Ich suche einfach eine Festung. Eine Festung. Wahrscheinlich, Digi. Wahrscheinlich finde ich da Ancient Debris. Ich meinte natürlich eine Bastion. Ja, ich finde einen Warped Forest, einen neuen. Von einer neuen Bastion. Was ist das denn? Ja, danke. Ich glaube, in dieser Bastion ist immer ein Lodestone. Nice. Goldblöcke. Oh ja, hier war, glaube ich, eine Kiste. Hier irgendwo. Hier muss. Ja, da ist sie, Upgrade Template, Lodestone, wichtig. So, da ich natürlich den ganzen Loot mitnehmen will, gucke ich mir jetzt erstmal ein Tutorial an, wie man Bridge Bastionen richtig durchspielen kann. Alright, dann versuchen wir das doch mal. Oh je, das sieht nicht gut aus. Hier ist eine Kiste nur. Und die hat auch nicht mal das, was wir wollen. Ah, hier ist ja auch nur Single Chest. Ein Eisenblock, wow. Also das war ja wirklich nichts. Oh mein Gott, perfekt. Ja, ja, danke. Puh. So, und dann ab nach draußen. Ja, moin. Das war krass. Boom. Hier haben wir schon den Netherite Ingot. So, und dann ist jetzt auch das Einzige, die restlichen Bücher zu kaufen, zusammen zu craften und zu upgraden. So, wir haben hier schon Unbreaking 3, Mending, Fire Iceberg 2. Dann brauchen wir Smite 5. Außerdem... Ne, den skippen wir. Außerdem Sharpness 5. Looting 3 und Sweeping Edge auch 3. So, damit sollten wir dann schon alles zusammen haben. Mit den billigsten fangen wir an. Also Mending, perfektes Fire Aspect. Mending, Unbreaking, Sweeping Edge und Fire Aspect. Die craften wir jeweils nochmal zusammen. Weil es dann, glaube ich, meines Wissens billiger ist. Oh Gott, wenn das jetzt schon 11 kostet und jetzt 14. Oh mein Gott, Bro. Na dann würde ich sagen, ab ins Ende. So, warte mal. Das Wichtigste ist jetzt erstmal, dass wir Sweeping Edge draufkriegen. Dafür brauchen wir 14 Level Top. Ja, das kann jetzt erstmal eine Weile dauern. Sweeping Edge, Fire Aspect. Zack. Sharpness, Looting und Smite noch. Sharpness 5. Boom. Smite 5. Wieso geht Smite 5 nicht? Und Looting 3. Mein ultimatives OP-Schwert. Verzauberung abgeschlossen. Jetzt noch eine Phase. Das Upgrade zu Netherite. Mein ultimatives Netherite OP-Schwert ist fertig. Ja, ich war so lange hier, dass hier gefühlt eine komplette Reihe an Eisenstacks dazugekommen ist. Seid ihr bereit für den finalen Test an der Enderman Farm von diesem OP-Schwert? Oh mein Gott, im Portal gelandet. Let's go! Wie lange brauche ich, um auf Level 30 zu kommen? Wir finden's raus. Level 30 komplett. Ihr werdet jetzt die Zeit wissen, ich noch nicht. Ja moin, ich muss nicht immer mehr schlagen und die Elytra repariert sich schon ganz von allein. Mit diesem OP-Schwert kann ich jetzt also endlich mal meine Enderman-Farm komplett ausnutzen. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist nicht ein Voicecrack, sondern ein passender Name. Denn das Schwert kann ich einfach Netherite Sword heißen. Dann ist das Schwert ab jetzt 20 Super Duper Mega Plus Pro Max OP-Schwert. Das kostet 32 Level. Für eine Namensänderung. Aber Leute, ich würde sagen, das war mal eine wirklich sehr, sehr erfolgreiche Folge. Lasst gerne auf jeden Fall noch ein Like und ein Abo da, falls ihr das noch nicht getan habt. Und dann sehe ich euch hoffentlich in der nächsten Woche wieder. Ciao.